Liebe Buschdorfer, liebe Gäste, im Herzen von Buschdorf wollen wir einen herzlichen dritten Adventssonntag miteinander begehen. Wir wollen hoffen, dass alle zufrieden sind, glücklich sind, dass die Speisen schmecken, dass das Bierchen und der Glühwein gut rutscht. Und wir haben auch noch ein kleines Programm für Sie vorbereitet. Als erstes eine Attraktion, ein Grieche mit Alphorn. Unser Herr Gero Christodoulos wird uns auf dem Alphorn eine Weise spielen. Dankeschön. Dass dies Jahr dass der 9. Buschdorfer Adventmarkt ist. Ich finde das wirklich toll. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt, es ist einfach prima, wenn Menschen in Ortsteilen, und das ist ein ganz besonderer hier in Buschdorf, so zusammenhalten, sowas auf die Beine stellen. Und ich wünsche Ihnen allen wirklich noch viel, viel Freude bei Ihrem Zusammensein, wo ich als Gast dann auch gerne teilnehme. Dankeschön.
Peter, möchtest du was dazu sagen? Möchtest du was dazu sagen? Nein, nicht das. Das machst du ja. Ja, herzlichen Dank für diese tolle Spende, die wir jetzt noch zum Jahresende sehr gut gebrauchen können. Ich denke, hier im Buschdorf stehen wir gut zusammen. Die Jugendarbeit läuft gut und wir unterstützen uns jetzt auch zum Beispiel im SV Buschdorf. Da haben wir ein schönes Fußballturnier gemacht. Jetzt laden wir die immer ein zur Trainersitzung. Und hier so eine Spende, die tut auch der Jugendarbeit insgesamt gut, weil wir uns untereinander sehr gut verstehen und dann auch gut austauschen. Danke an den Peter Müller herzlich für die 200 Euro. Hallo, schönen guten Abend. Wir sind die Saragina Combo und freuen uns, dass wir heute Abend hier spielen können. Wir spielen Ihnen als erstes ein russisches Lied, Jankoje. In jiddischer Sprache ein Lied von der Krim. Nicht weit von Simferopel, dort ist das steinische Fahrrad. Wer kann suchen neue Glicken, ist das steinische an Antike in Jankoje, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoje, hey Jan, Vili, hey Jankoje, hey Jankoje, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoje, hey Jan, Vili, hey Jankoje, hey Jankoje, Jan, Jan, Jan. Set jeden auf mein Kasche, wo's mein Bruder, wo's der Brasche, es geht bei ihm der Traktor wie er bahn. Die Humelei bei der Kosseke, Beine bei der Molotheke, in Jankoje, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoje, hey Jan, Bili, hey Jankoje, hey Jankoje, Jan, Jan, Jan. Sagt es jeden können nur handeln, es sind fette Jungs mit Mandeln und mit sein kein Arbeitsmann. Das können sagen nur die Sonnen, jeden Schweizer an den Pannen tut der Kuck auf Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jan, Koye, hey Jan, Willi, hey Jan, Koye, hey Jan, Koye, Jan, Jan, Jan. Hey Jankoje, Jan, Jan, Jan. Guten Abend zusammen. Noch zur späten Stunde einen Part, der noch abzuhandeln wäre, eine gute Sache. Schlecht war es natürlich mit dem Brandschaden beim SV Buschdorf. Und die Buschdorf-Stiftung kümmert sich um unverschuldet in geratene Notfälle. Wir haben da sowas und da der SV Buschdorf sage und schreibe ca. 300 Kinder betreut in ihren Mannschaften, haben wir gesagt, wir spendieren Bälle, damit die wenigstens trainieren und arbeiten können. Und hier ist der erste Vorsitzende, Herr Kosak, dem darf ich symbolisch den einen Ball überreichen. Der zweite ist eben so. Wir haben insgesamt 100 Bälle überreicht und hoffen, damit kommen wir erst über die Runden. So. Ja.
Aber wie Sie alle wissen, ist uns großes Leid erfahren. Wir wurden Opfer des zweiten Brandanschlages auf unserem Gelände. Das Vereinsheim und auch die Kabinenanlage komplett sind abgebrannt. Das ist sehr, sehr traurig für uns. Wir fangen wieder bei Null an. Umso mehr freut es mich, heute hier zu stehen und Dankeschön zu sagen. Verschönert haben. Das war der letzte Programmpunkt. Jetzt können wir es uns nur noch gut gehen lassen. Esst was Leckeres, trinkt was Leckeres und vor allen Dingen Good You Tame und einen schönen weiteren Advent. Ruhig, besinnlich und ein tolles Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr mit allem, was ihr euch wünscht. Das sagt der Orksfestausschuss Busdorf mit allen Mitarbeitern und Freunden, die uns hier geholfen haben. Herzlichen Dank an alle und tschüss zusammen.